Ich sage, bevor wir die Stunde beginnen, kurz an, was ich unter Resilienz verstehe. Man sagt, dass das die psychische Widerstandskraft ist. Also wenn Herausforderungen von außen auf dich zukommen, wie sehr kann ich da in meiner Mitte bleiben? Und ich finde die Zeiten heute, Corona-Zeiten, sehr herausfordernd für unsere Resilienz. Und damit es uns gelingt, in unserer Mitte bleiben zu können und nicht zu sehr anfangen zu wackeln oder zurückzufinden in unsere Mitte, dabei kann uns Yoga unterstützen. Durch diese Übungspraxis kann ich Optimismus entwickeln, achtsamer im Alltag leben, indem ich überprüfe, wie geht es mir eigentlich und was kann ich für mich tun, damit ich in meiner Mitte bleibe. Ich lerne lösungsorientiert zu handeln und übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und dafür werde ich die entsprechenden Yoga-Übungen anbieten. Und wir beginnen mit den Healing Exercises. Das ist eine Reihe von Übungen, bei der wir tief atmen und den Körper strecken. Und dafür komme bitte nach oben zum Stehen. Du kannst etwas breitbeinig stehen, hüftweit oder mehr auseinanderstehen, locker in den Knien sein. Und für die erste Runde, die praktizieren wir dreimal, gib die Hände am Unterbauch zusammen, geh etwas in die Knie, atme ein, führe die Hände am Oberkörper, am Vorderkörper nach oben mit der Einatmung, strecke dich dabei und führe die Hände am Vorderkörper wieder nach unten mit der Ausatmung. Einatmen, so als würdest du Wasser schöpfen, das nach oben bringen, hier öffnen, dehnen, ausatmend Energie von oben nach unten ziehen und dabei wieder leicht zusammensinken. Und das ein drittes und letztes Mal, Energie von unten nach oben holen und von oben wieder nach unten führen. Die Hände sinken lassen, einen Moment nachspüren. Das, was in dieser Atemdehnübung geschieht, ist, dass du deine Lungen ganz füllst mit frischer Luft und Sauerstoff. Zweitens führst du die Hände ja am Körper vorbei, berührst dabei jedes einzelne Chakra, holst Energie von der Erde nach oben und vom Kosmischen nach unten und machst dich auf diese Weise zu einem Energiekanal. Wir machen weiter. Die Hände wie eben vor den Unterbauch geben, einatmen, die Hände nach oben führen, dabei alle Chakras berühren. Hier oben öffnest du deine Arme und führst sie an den Seiten wieder nach unten. Einatmen, die Hände nach oben holen, lang dehnen, ausatmen, in einem großen Bogen um dich herum führen, die Energie, du erschaffst auf diese Weise ein Energieei, einatmen, Energie von unten nach oben geben und ausatmend die Energie um dich herum verteilen. Hier nachspüren. Diese meditative Wirkung wahrnehmen, die durch diese Bewegungen geschieht. Und wir beginnen mit außen. Einatmen, Arme über außen nach oben führen und über vorne wieder nach unten. Einatmen, Energie über außen, gedehnt nach oben holen
und über vorne wieder nach unten, dabei wieder alle Energiezentren berühren und ein drittes Mal so einatmen, lang dehnen, ausatmend die Hände nach unten führen und wieder stehen. Den Kontakt zum Boden spüren, den Atem wahrnehmen, die leichte Kreislaufanregung durch diese Bewegungen. Und als nächstes drückst du den rechten Handballen nach rechts unten und den linken Handballen nach links oben. Dehn dich auf diese Weise, indem du dich rechts nach unten und links nach oben ziehst, und wechseln. Eins, zwei, drei, jede Seite dreimal. Eins, zwei, drei. Richtig Zug in den Armen haben. Den Arm senken. Diese Übung machen wir nochmal, und zwar indem ich den rechten Handballen dieses Mal nicht senkrecht nach unten ziehe, sondern nach hinten gebe. Und so kommt es zu einer Drehdehnbewegung des Rumpfes. Rechten Handballen nach rechts hinten unten, linken Handballen nach links oben. Eins. Wechsel. Den Oberkörper dabei drehen. Zwei. Und drei Paare. Für die Bewegungen für dich zum Ende. Wir machen eine Rückwärtsbeuge, dafür lege deine Hände auf den Beckenkamm, zieh die Ellbogen zusammen, die Knie dürfen weich sein, du beugst dich nach hinten, der untere Rücken ist unterstützt, schau mit geöffneten Augen nach oben, öffne die Brust, Brustmuskeln sind gedehnt, Schultern nach hinten unten. Und dann löse diese Rückwärtsbeuge auf, lasse die Hände wieder sinken und komme in eine sanfte Vorbeuge. Dabei dürfen sich die Hände auf die Knie aufstützen oder du gehst weiter, wenn angenehm. Und von der Vorwärtsbeuge richtest du dich Wirbel für Wirbel wieder auf, legst die Hände auf den Beckenkamm, ziehst dich nochmal nach hinten, Rückwärtsbeuge, einatmend und ausatmend langsam wieder in die Vorwärtsbeuge kommen. Richte dich Wirbel für Wirbel wieder auf. Gib die Hände wieder an den Beckenkamm, beuge dich nach hinten, hier eingeatmet sein. Und ein letztes Mal in die Knie sinken, ausatmen, nach unten beugen. Dann richte dich wieder auf